Auch wir Grüne wollen ja innere Sicherheit schaffen. Wir haben in der Vergangenheit immer Vorschläge dazu auch gemacht. Aber hier bei diesem Gesetz geht es vor allen Dingen um Symbolpolitik. Und das finde ich so fatal. Man verspricht den Bürgern ja etwas, was man aber letztendlich nicht einhalten kann. Das Gesetz wird nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern es wird dazu führen, dass größere Kreise der Bevölkerung von Maßnahmen betroffen sind, aber um den Preis, dass wir gar nicht mehr Sicherheit dafür bekommen. Und ich finde das auch fatal, dass die FDP das einfach alles so mitmacht. Das ist überhaupt kein bürgerrechtliches Korrektiv in dieser Landesregierung gibt. Und das andere ist, aus rechtlicher Sicht ist es so, dass wir als Grüne zumindest eine Regelung für verfassungswidrig halten und bei drei weiteren Regelungen zumindest ein Risiko sehen, dass sie rechtswidrig sind. Besonders kritisch sehe ich zum einen die Einführung der Telekommunikationsüberwachung und der Quellentelekommunikationsüberwachung. Beides als präventivpolizeiliche Maßnahmen, also sehr weit im Vorfeld, wenn Straftaten noch gar nicht begangen wurden, sondern wenn wir lediglich einen Gefahrenverdacht haben, dass es möglicherweise irgendwann zu Straftaten kommen kann. Und bei der sogenannten Quellen-TKÜ, da geht es darum, dass ein Trojaner auf das Handy aufgespielt wird und dieser Trojaner dann Nachrichten mitliest, also Online-Kommunikation mitliest. Und es ist so, dass der Staat sich selbst zum Hacker macht, dass der Staat Sicherheitslücken ausnutzt, anstatt dafür zu sorgen, dass sie geschlossen werden, die ja dann letztendlich auch von kriminellen Dritten beispielsweise genutzt werden können. Das andere ist das Unterbindungsgewahrsam. Momentan ist es so, dass die Polizei Personen bis zu 48 Stunden in das sogenannte Unterbindungsgewahrsam nehmen kann. Das soll ausgeweitet werden auf bis zu maximal einen Monat bei Gefährdern. Und auch das sehen wir sehr kritisch, weil es ja ein sehr schwerer Grundrechtseingriff ist, denn es geht hier schließlich um Freiheitsentziehung. Und das bei Personen, wo der Verdacht eben besteht, aber eigentlich noch keine Gefahrenprognose ist. Und hier sehen wir tatsächlich auch Schwierigkeiten und ein Risiko, dass es womöglich verfassungsrechtlich nicht mehr im Rahmen ist. Einen weiteren Punkt, den ich hier in dem geplanten Polizeigesetz sehr kritisch sehe, ist die Ausweitung der Videobeobachtung. Derzeit ist es so, dass es nicht zu Verdrängungseffekten kommen darf. Dann muss die Kamera abgeschaltet werden. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Diese Voraussetzung wird gestrichen. Das heißt, die Polizei kann an viel mehr Orten Videobeobachtung machen. Und das Problem ist aber, dass die Kriminalität sich zum Beispiel in Seitenstraßen verlagert. Das heißt, wir haben nicht weniger Kriminalität, wir haben sie nur woanders. Und deshalb, unterm Strich muss man sagen, ist auch das eine Maßnahme der Symbolpolitik. Und das, obwohl es eigentlich auch ein Grundrechtseingriff ist, denn hier wird ja in die Privatsphäre von Menschen eingegriffen. Das größte Problem bei diesem Polizeigesetz sehe ich wirklich in der Identitätsfeststellung, in der geplanten Änderung. Derzeit ist es so, dass die Polizei eine Person für bis zu 12 Stunden mit auf eine Wache nehmen kann, um die Identität zu klären. Das wird jetzt ausgeweitet. Zukünftig soll es möglich sein, dass die Polizei jemanden für bis zu 7 Tage, also eine ganze Woche, festhalten kann, eben zum Zwecke der Identitätsfeststellung. Und das halten wir Grüne für klar verfassungswidrig, denn es gibt in Deutschland nicht die Pflicht, dass ich an der Klärung meiner Identität mitwirken muss. Und da werden wir jetzt mal die Anhörung zu abwarten.